Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 733, auch die heutige Folge ist genau wie die gestern, da habe ich es glaube ich gar nicht gesagt am Anfang, für die Xbox und auch für die Playstation Leute gedacht, auch für euch sind diese Mods zwischenzeitlich zu bekommen, wenn ihr den LS22 spielt. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben hier Rolmaco. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber so steht es hier drauf, so ist der Hersteller angegeben und das ist die Variante U671. Man sieht hier auch schön ein Logo an der Seite dran, Hinweisschilderchen, der ganze übliche Kleinkram, der so dran sein sollte, ist da. Man hat hier ein, zwei Möglichkeiten, was umzustellen. Das zeige ich, glaube ich, mal zuerst im Shop, ist die einfachste Version. Das Ganze läuft unter Scheibenecken, könnt ihr ganz am Ende durchgehen. Da seht ihr es, 11.000 ist es für gesehen. Wir hätten hier in der Farbe, Designfarbe, hier hätten die Rollen auch noch die Farbe wechseln können. Die Grundfarbe ist blau, weil das ist der Herstellerpart halt in dem Richtung. Und wir haben hier halt 3 Meter Arbeitsbreite, 120 PS brauchen wir. Und wir können hinten auch die Fingerklammer noch extra setzen. Das ist der ganze Trick. Dann kommt ihr auf 11.500, was immer noch ein sehr vernünftiger Preis ist, muss ich sagen. Man sieht die ganzen Anschlussgeschichten, die ganzen Hydraulikgeschichten sind da. Und ihr seht auch hier, die Finger sind hier von mir gesetzt worden. So, ich hüpfe einfach mal rein. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran. So, und schmeißen den Traktor an und sagen ihm, er soll mal eine Runde loslegen. Und da sieht man auch schon, er legt los. Ne? Und dass er arbeitet, sieht man einfach schon daran, dass das Grünzeug verschwindet, hätte ich fast gesagt. Und er halt die Textur dementsprechend ändert. Wenn hier jetzt mal über frisch gesätes, sieht dann hinterher nicht mehr ganz so gesät aus. Ich mache mal den Helfer aus, das Ganze selber aus. Wir gucken auch hier. Das seht ihr, ne? Also arbeitet vernünftig, macht, tut, was es soll. Verschmutzungsgrade sind so im großen Stil noch nicht zu sehen. Ne? Aber wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Hier sieht man sämtliche Reflexionsschilder, Typenschilder, Firmenlogo-Sachen. Ist dementsprechend alles da. Sehr schön gemacht. So, dann hüpfe ich mal eine Runde rüber. Hört sich komisch an, weil ich lasse die beiden Mods, die da stehen, mal so außen vor. Die sind ans Ende gebunden sozusagen. Wir sind jetzt bei MAN und Kröger gelandet. Wir fangen zuerst an mit MAN, dann mit MAN Kröger und dann bei Kröger. Also hört sich komisch an, aber so ist es halt. Wir haben hier einmal ein MAN-Pack. Da seht ihr das Ganze auch. Das hier ist basierend auf dem TGS 18500 4x4 und zwar eine Tankeinheit. Da seht ihr das Ganze dementsprechend auch. Das ist der Tankwagen. Wir haben das Ganze hier auch als Möglichkeit zu setzen mit entweder 2 oder 3 Rungenpaare, wie ihr seht. Das ist jetzt die Dreierversion. Gleiche LKW-Größe, das heißt also auch der gleiche Grund-LKW da und es ist auch der gleiche Grundmotor-Part da. Also das ist so ziemlich alles eins in dem Sinne. Und hier haben wir das Ganze dann als Flachbett-Variante. Da könnt ihr dann schön die Spanngurte setzen, wie ihr seht. Das ist Part 1. Das ist halt eine Mod. Die Jungs gehören alle so zusammen. Ich zeige das auch mal im Shop. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wir sind unter LKWs und jetzt nicht erschrecken. Da ist noch Dritter. Zu dem kommen wir gleich. Das ist die Mischgeschichte. Wir haben hier Reifenvarianten zu setzen. Dann seht ihr selber noch ein bisschen Breitreifen. Das Design ist nichts anderes wie 2 oder 3 Rungensachen für den Holzpart da drauf zu setzen. Da bezahlt ihr entweder 2000 oder 3000 für. Also kostet ein so Teil halt 1000. Simple Mathematik. Ne? Hauptfarbengeschichte und sowas können wir in die Standardfarben auch ändern, wenn wir wollen. Felgenfarben können wir auch ändern. Der Grundpart hier, Holzdesign-Type, ne? Wie gesagt, das lässt sich halt dann hier durchmachen. Oder halt, man hat einen Flachbettpart. Ne? Dann lässt sich auch noch ein bisschen Reifenhersteller hier wählen. Und das ist der ganze Part. Hier liegt man dann bei rund 53.000, was denn durchaus schon eine sehr günstige Variante ist dann dafür, für so einen LKW. Ne? Wenn man denkt, wenn man sonst normale MAN hier nimmt, 130.000, hat der Modder sich wohl gedacht, das sollte man günstig kriegen. Dann haben wir die Tankwagen-Variante, die seht ihr dementsprechend hier. Da geht 15 Kubik rein, also 15.000 Liter. Auch hier 50.000 die Grundlage. Hier kann ich Reifenvarianten wählen, hier kann ich die Hauptfarbe und die Felgenfarbe wählen. Aber auch der Behälter an sich, der bleibt halt gelb. Ne? Das ist immer so der Punkt, weil ihr seht selber, da. Er kann so ziemlich alles an Flüssigkeiten, was es gibt, hier transportieren. Deswegen hätte ich eine Farbwahl für den Tank selber hervorragend gefunden. Ganz einfach ein Grund. Ich hätte es bei Milch weiß gemacht, ich hätte es bei Wasser blau gemacht, ne? Bei Gülle braun gemacht, ja. Ne? Wie halt die Tanks dann halt anders wären bei mir. So simpel ist es. Ne? Das muss aber jetzt jeder selber wissen. Hier ist es aber, seht ihr selber, die Grobflüssigkeitsgeschichten, die man transportieren kann.
die sind damit zu transportieren, bitte hinterher richtig sauber machen. Ne? Das ist halt die beiden Varianten, daraus ergeben sich halt diese drei LKWs. Ich werde jetzt mit dem einen hier einmal nur eine kleine Runde drehen. Ich werde jetzt hier auch nicht, ich mache hier die übliche Lichttestgeschichte einmal so durch. Ne, da seht ihr selber, das funktioniert einwandfrei. Wenn wir das Ganze hier nämlich nochmal im Shop vergleichen, ne, da seht ihr, das ist die Grundversion. Das ist genau das gleiche Fahrzeug, ist nur hier hinten die Aufbaugeschichte neu. Deswegen braucht man da so viel nicht draus machen, glaube ich mal. Ne, hier Blinker funktioniert auch ganz einwandfrei. Das ist alles super. Aber wie gesagt, vernünftige Aufbauten, was schon viel wert ist. Ne? Warum soll man halt das andere ändern? Aber da kommen wir gleich noch zu. So, ich drehe mal ganz kurz eine Runde, dann hört ihr, das ist der normale Motor eigentlich. Meine ich, ihr könnt mich natürlich des Besseren belehren, falls es nicht so sein sollte. Ne, seht ihr, das funktioniert also einwandfrei. Ist bei dem Part hier genauso. Ne, hier ist schon ein bisschen Schatten drauf. Auch hier kann ich halt ganz normal. Loslegen und übers Feld knattern. Ne? Wir stellen jetzt einfach mal hier hin. Das hat noch Abschlussgedanken sozusagen. Und außerdem sind wir jetzt bei der anderen Mod angekommen. Das ist nämlich hier ein Zweiteiler. Also es sind zwei Mods, theoretisch gesehen. Eine Mod ist dieses gute Stück hier. Das ist nämlich ein MAN, da seht ihr ihn auch wieder. Hier haben wir dementsprechend das gute Stück dran stehen. Auch hier seht ihr, die Typenbezeichnung ist die gleiche. Aber wir haben hier einen anderen Motorsound. Also das ist halt überarbeitet worden, auf jeden Fall. Und wir haben ja als Aufbau schön den Agro-Liner, ne, oben drauf zu setzen. Das ist halt eine Mod, ist diese Kombination. Habt ihr bei LKWs gerade auch schon gesehen. Liegt auch dann im Normalbereich, das heißt also 130.000 kostet der LKW auch sonst. Und hier hat man halt den Kröger-Aufbau umsonst. So einfach ist es halt, das ist 13.300 Liter, also 13,3 Kubik, die ihr habt. Hier können wir auch mehr Farben wählen. Das heißt, ihr könnt auch die Agro-Liner-Geschichte hier mal komplett mal komplett andere Dimensionen schieben halt, ne, und sagen, so soll das jetzt aussehen, auch gar kein Problem. Und hier unten haben wir noch das Kennzeichen zu ändern, ne, da sieht das Ganze aus. Aber dann bezahlt ihr hier auch, wie gesagt, ein bisschen mehr für wie für die, weil die sind vom, ne, Alternativ Mod etwas anders gesetzt. Das heißt, alternativ ist es nicht. Es transportiert hier unterschiedliche Sachen. Ich habe die nur zusammengenommen, damit ihr seht, okay, wir haben Flachbett, wir haben Holz, wir haben einen Tank, wir, ne, können feste Sachen und flüssige Sachen transportieren insgesamt. Ne? Darum sollte es gehen. So, wir haben hier die Möglichkeit, also wenn wir die Hilfe mal aufmachen, dass wir die Abkippseite ändern. Wir können die Abdeckung erstmal schön abmachen. Dann können wir mit der Abkippseite sagen, wo es hin soll. Wir haben links, rechts, Kornschieber und hinten. Ne? Ihr seht ihr selber, Kornschiebersystem ist ein Dreifachsystem, also sehr schöne Geschichte. Ne? Ich werde hier mal den Kornschieber einfach mal anmachen. Mach den Motor mal an. Und ihr seht ihr selber, die drei Kornschieberebenen gehen auf. Aber es hebt sich nichts. Ne? Doch, da. Ich wollte gerade sagen. Verzögerung da. Hebt sich nichts. Wie gesagt, ich probiere den zusammen mit euch aus in dem Fall jetzt hier, weil ich das relativ kurzfristig hier gemacht habe. Also, da funktioniert es auch schon mal einwandfrei. Die Einheit wird hervorragend hoch und runter geschoben. Ne? So, ich habe den Motor jetzt nochmal ausgemacht. Vom Innenraumbereich her oder sowas ist es halt ganz normal der MAN. Ne? Vom Lichtbereich her seht ihr selber, auch da ist es sonst so geblieben, nur der Motorbereich ist dementsprechend neu und deswegen drehen wir da auch mal eine Runde mit. Ja, war ein bisschen zu zügig fährt, dann geht da plötzlich der Rückwärtsgang rein, hätte ich fast gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine, so sieht es dann nämlich aus. So, ich werde den Kruger jetzt mal hier schön nebentrapieren, dass wir hier ein schönes Gesamtbild draus machen können noch. So.
Und dann haben wir ihn und das funktioniert dann einmal frei. Und wie gesagt, er sieht auch hier sehr gut aus. Ne? Man sieht, ich habe hier die Standardfarben gelassen. Wenn man die ganzen Spanngurte, die Verzogen sieht, das ist alles sehr schön gemacht. Das sieht alles ordentlich aus. Ne? Auch hier hinten das über Kreuz gezogen. Und deswegen können wir jetzt auch ganz locker und flüssig zur letzten Mod kommen für heute. Und das ist das gute Stück hier. Nein, nicht der Fan, sondern der Kroger Agroliner hier. Nämlich der Drehschäbel, drei Achsen insgesamt. Das gute Stück hier ist nämlich der, da steht es auch mal, HKD 402. Der wäre natürlich dann passend, um halt die Kapazitäten von dem LKW zu erweitern. Weil das gute Stück hier könnte die auch am LKW anklemmen. So einfach ist das Ganze. Ich brauche jetzt nicht groß mit rumfahren. Die Abdeckung abnehmen, das funktioniert genau so. Wir haben auch hinten hier die Kornschieber-Variante dreifach. Ich muss mal gucken, wie da das Hubverhalten dann aussieht. Ich mache mal hier den Kornschieber und sage mal Traktor an und auch abkippen. Ne, und da seht ihr auch hier haben wir die Verzögerungsgeschichte und hier haben wir in der Mitte ein etwas größeres Hubsystem, um das Ganze dann hochzuheben. Ne? Also ja, auch das sehr schön gemacht. Man sieht auch hier schön das, den Fahrgestellpart, die Anhebung vorne, ne, die sich hier in der Auflage anpasst. Das sieht also schon mal sehr gut aus. Ein sehr schönes Teil, kann man nicht anders sagen. Auch den in der Zeit, wo er jetzt hier runterfährt, gucken wir uns mal im Shop an. Den finden wir nämlich unter Anhänger, gehen hier ganz nach hinten. Da sehen wir ihn. 25.000 kostet er nur, hat 31,5 Kubik und kann so ziemlich fast dann alles, was an Feststoffen auf der Karte hier drauf ist, ne, das ist Standardkarte hier jetzt aus dem klassischen, sag ich mal so, ne, kann er halt dementsprechend alles transportieren. Auch hier haben wir die Möglichkeit, noch Farbgeschichten etwas anzupassen, wie ihr seht. Ne, können auch hier andere Designgeschichten dazu nehmen und ein bisschen bunte Tüte draus machen. Kostet dann 26.000, wenn wir ein bisschen bunte Tüte draus gemacht haben, aber einfach nur, weil die Felgenfarbe anders ist, sonst kostet es nämlich weiterhin nur 25.000. Also wie gesagt, auch das, ein sehr schönes Teil. Ich mache mal das Ganze wieder zu. Hilfe aus und wir steigen aus. Und dann seht ihr selber, ich zeige es mal von der Seite hier, da sieht man es ein bisschen besser von den Lichtverhältnissen her. Na, hier ist das Ganze dann oben mit den Drehverschlussgeschichten gemacht. Na, hier ist die Verzogen trotzdem da. Man sieht die ganzen Anschlüsse, Typenschilder, Geschichten. Das ist alles da. Also eine sehr schöne Mod und auch eine sehr schöne Ergänzung zu dem guten Kollegen da drüben. Weil dann kriegt ihr insgesamt knapp 44 Kubikmeter transportiert, wenn ihr die beiden zusammen nutzen würdet. Ne? Also sehr schönes Ding. So, jetzt werde ich hier eine Runde hinmarschieren. Stell die beiden hier mal so mittig hin und dann... ja, sind wir am Ende der Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis morgen.